Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge von The Evil Within im DS-Simon-Modus. Ich muss mit ihm allein zurechtkommen. So ist er im DSW. Ich muss weiter. Leslie finden. Sein Name war Ruben Victoriano. Aber jetzt existiert er als Rubik im Enzephalon des Stem. Ruben war brillant. Er hat das System ganz allein erschaffen. Aber wir hatten unterschiedliche Ziele. Und was ist mit ihm passiert? Das Problem mit Ruben hat sich erledigt. Das passiert, wenn man den falschen Leuten traut. Rubik, er weiß, dass ich hier bin. Ja. Da ist eine Axt. Ah, unsichtbare Gegner. Ich sehe schon im Wasser. Ah, die Taschenlampe kann das sehen. Das ist cool. Der dreht sich wieder um. Komm jetzt. Dreh ich mal wieder um. Hey. Geh halt mal weg. Was ist das? Hä, ich hab den da nicht mal gesehen. Ach komm. Ja.
Ich kann nicht mehr sprinten. Ich hab die ja nicht mal gesehen mit der Taschenlampe, die ist ja richtig scheiße. Was denn, macht man schon sowas? Oh nee, jetzt rennt er da zurück. Sag du dummes Arschloch. Jetzt bist du am Arsch, ne? Jetzt kannst du nicht mehr ausstehen, du dummer Bastard. So, wie geht's jetzt hier weiter? Ich glaube doch, ich muss hier dieses Tor hier öffnen, ne? Ja. Zum Glück heilt man sich wenigstens ganz voll, aber man hat ja gesehen, wie viel Schaden der mir gerade gemacht hat. Also viel länger hätte ich jetzt hier nicht überlebt, ne? Nee. Man stirbt ja sehr schnell in dem DLC. Ist natürlich ein großes Problem. Was kann ich diese Kisten zerstören? Da ist nichts drin. Oder was sollen da auch eigentlich drin sein? Ich bin nicht Sebastian, der da Munition oder Spritzen drin finden kann. Ich bin Kidman. Ich bin langweilig. Ja, okay, eigentlich langweilig ist er ja nicht. Ich hätte sehr viel hier mit der Organisation zu tun. Ich glaube, da ging es gerade weiter, aber ich will mal gucken. Da hat ehrlich nichts drin in den Kisten. Für was hat man die überhaupt eingebaut? Oh! Der kommt uns jetzt holen, ne? Ich will aber doch gar nicht raus. Nein. Muss ich mir hinterher rennen. Warum ist der Bastard so gruselig, ey? Weil wir uns nicht verteidigen können, das ist das. Kontrollpunkt wenigstens. Oh nein. Gemacht. Ah, gar nichts habe ich gemacht. Oh shit! Nein! Nein!
dieser Spinne. Ernsthaft? Wow. Auf ein neues. Vor allem die ganze Section wieder von neu. Nein! 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 Boah, Alter. Nein. Hallo, hört es doch irgendwann auf? Das ist bescheuert. Das ist echt bescheuert jetzt, dass der auch noch jetzt kommt. Nö, das ist dumm. Vor allem, wohin soll ich den denn treffen? Der hat keinen Schaden genommen. Cycle. Ja, schön, das wird jetzt geändert. Alter, das ist voll lächerlich. Dass dieser komische Typ auch noch kommt, den kann man gar nicht erschießen. Ich hätte irgendwie gedacht, vielleicht auf diese Lampe oder so, aber es hat ja nicht funktioniert. Als ob du da jetzt noch überlebst. Ich hab die nur noch so weiß leuchten, weil da muss ich nämlich keiner nicht. Selbst wenn, kann es trotzdem noch passieren, dass du ihn trotzdem noch treffen musst. Weil. Gründe. Yo, Alter! Stirb, du hässliches Ding! Ich dachte eh wieder bei dem komischen leuchtenden Ding da oben. Wenn er hier runterkommt. Shit! Ja, jetzt kommt der wieder runter und ich bin gleich wieder kaputt. Ja, ich war immer so schwer einfach. Ja, jetzt ist es leer. Ich habe noch 6 Schuss im Magazin. Oder ich weiß nicht, wie viel Schuss ich noch im Magazin hatte. Ich dachte, ich muss ihn präzise in den Kopf treffen. Und es war halt so, ja. Es ist halt, da kommt halt das Leuchten, da kommt halt Licht raus, deswegen. Aber nee, anscheinend nicht. Wenn Leslie hier unten ist, wird er nicht lange überleben. Ich muss ihn finden. Was ist mit den anderen? Wie gesagt, vollkommen entbehrlich. Sie sind für ihre Mission ohne Belang. Stehen Sie ihnen im Weg, wissen Sie, was zu tun ist. Schießen wahrscheinlich, hat sie auch ein Joseph verschossen, ja. Das verzeih ich ja auch bis heute noch nicht, was er den erschossen hat. Oh ja. Gott sei Dank ist hier die Katze wieder, wo ich abspeichern kann. Miau. Was ist das überhaupt für eine Katze?
Ich will wissen, wer diese Katze ist, Mann. Sehr ruhig. Das ist halt so komisch. Auf einmal ist das eine Katze. In der Spiegel war schon komisch, dass du da abspeichern, also konntest du theoretisch da drin auch abspeichern, deine Sachen upgraden, aber hier ist die Katze und diese Couch, ja, nee, das ist mir zu wert. Das hat er die ganze Zeit gemacht und Sebastian ist doch direkt hinterhergesprungen, wie kann die da so schnell sein? Also hier so Sebastian. Lang, so lange gebraucht. Super. Ah, da muss ich jetzt die drei Teile sammeln, oder? Die leuchten nämlich schon so schön. Nummer 1. Wieso kann es nicht einfach sein, dass ich da einfach rüberkomme? Aber nee. Es ist nicht so einfach, ne? Es ist nie so einfach. Ja, da ist natürlich eine Leiter. Aber sonst komme ich hier nirgendwo lang. Ich muss doch irgend so einen Durchgang geben, den ich wieder schaffen kann, oder? Oder irgendwas. Hey. Ach so, ich sollte vielleicht hier mal den Verteilerkasten einsetzen. Vielleicht würde das ja gehen. Ja. Geht allerdings. Und das geht natürlich runter. Boah, Alter, die Puppe. Die mich hier gerade erschrocken, ey. Irgendwie am Zügel hier, ey. Ich hasse Puppen. Wieso kann ich denn hier in die Deckung gehen? Sieht aber lecker aus, ne? Oh shit. Ah, jetzt, wir haben es nicht bemerkt. Unsichtbare Gegner zu sehen, ist hier die Taschenlampe gar nicht mal so nützlich. Gib mir einfach einen Kontrollpunkt, danke. Ihr seid lieb. Ich darf wieder zurück. Ah, super. Da waren noch früher vorher Gegner. Wetten, die kommen jetzt hier rein. Das sind schon welche drin. Ich habe mich jetzt schon gewundert, warum hier niemand war. Es gab zudem auch noch einen Kontrollpunkt. Ich habe nichts gedrückt, ich einfach durchgegangen. Dann war da wohl ein Mist. Aber das war schon die ganze Zeit unter Wasser. Geh halt da! Unfassbar, Kidman. Deswegen konnte man da durchkriechen, ne? Ey, warum dieses große Ding? Warum denn? Mann, wie dumm. Ja, deswegen gab es ja auch einen Kontrollpunkt. Gut so. Bleibt wenigstens ansatzweise fair. Oh, jetzt.
Ja, dann reden wir gerade mal über die Ausdauer, ne? Ach man, ich sehe doch. Ach du blöde Kuh. Oh, ist ja das. Nein, oh Gott, er bleibt da stehen. So läuft er da nicht weiter. Ich muss ihn da wahrscheinlich hinlaufen. Wie schnell ist der? Ich meine, hallo, was soll das? Der ist ja total schnell. Man muss ja da richtig schnell sein. Wie dumm ist denn das hier gemacht? Okay, gut, das ist nicht dumm gemacht. Ich bin wahrscheinlich auch nicht so blöd dafür. Aber ey, das ist total hart. Wieso läuft der da nicht weiter? Verstehe ich nicht. Wieso er da nicht einfach weiterläuft? Wie jeder anständige Mensch. Was? Los. Dämlicher Arsch. Das hat funktioniert. Ach, das ist zu oder was? Oder was? Ich habe Angst, dass der hier reinkommt. Ja, ach ja. Piss dich, du Arsch. Geht ihn ja fast gar nicht.
Und geh einfach raus, wie ein anständiger Mensch. Okay, du bist vielleicht kein Mensch mehr. Wie ein anständiges Monster gehst du jetzt bitte nach links, ne? Ne? Okay, wäre gut, oder? Also ich find's gut, wenn du jetzt nach links laufen, danke. Jetzt mach das doch auf! Ist doch schon auf links, mein Gott. Ja, es ist zweite gefunden. Alter Junge. Diese kranke Scheiße. Das hat ja gar keinen Spaß gemacht, ey. Vor dem hier so wegrennen zu müssen. Der ist echt gruselig. Man muss jetzt hier aktivieren. Ja, ich glaube, hier brauche ich Decke. Oh boy. Ja, das letzte Teil ist wohl dann dort drin. Ah, ja, klasse. Also das erste mochte ich tatsächlich am liebsten. Das war irgendwie einfach zu holen. So, direkt einfach da. Alles klar. Habe ich das jetzt auch verstanden? Das ist gemein. Hä, ich dachte es nochmal einsetzen? Ja, okay, egal. Ja, was hat das gerade für eine unfaire Fall? Okay, es war jetzt keine unfaire, das hätte man sehen können, aber ganz ehrlich. Ich habe alles erwartet. Ich dachte, jetzt kommt irgendein Ding oder ein Vieh oder so. Nö. Einfach eine Falle. Wie dreckig. Jetzt sag aber nicht, das letzte ist jetzt hier ein Parkour machen. Okay, Parkour. Aber halt den Fallen hier zu auszuweichen, weil das würde ich jetzt echt nicht feiern. Hätte man die Falle einfach sehen können oder wie sieht's aus? Ja, hätte man. Man hätte sie einfach sehen können. Okay, verschlossen, gut. Es ist nie so einfach. Was habe ich gesagt? Was ist jetzt los? Oh shit. What? Du hast diese Tür hier vergessen, Rubik. Ich versteck mich einfach. Ich versteck mich, hab ich gesagt. Jetzt zu tun? Wie lange muss ich jetzt hier warten? Hallo? Ist da noch irgendwas? Ich habe keine Ahnung, ey. Soll ich gleich mal raus? Ich gehe gleich mal raus, oder? Ich hab eigentlich echt keine Ahnung, wo ich hier lang soll. Das ist halt das Ding. Weil der Eingang ist jetzt nämlich verschlossen, aber ich glaube. Ah, Mann, ey. Warum ist es der gleiche Knopf?
muss in die Falle locken, oder? Das hat gut funktioniert. Das war ja echt knapp jetzt hier gerade. Komm, du Topmodel. Nein, jetzt komm noch früher. Hä? So geht die Falle jetzt nicht mehr. Sag aber bloß, ich hatte jetzt hier nur einen Versuch. Ach so. Oh shit. Nein, ach du Drecksie. Du Drecksarsch. Ja, geil. Nein! Das macht halt auch Mädel. Ja, geil. Ich habe hier keine Ausdauer. Ja, toll. Wie geil. Ich warte jetzt da am Eingang, bis ich da wieder mich vollkalt habe, weil das macht keinen Sinn. Das macht echt keinen Sinn. Weil ich bin ja eigentlich direkt schon fast tot. Also, da habe ich echt gar keine Chance da. Da muss ich warten. Ach, ich bin jetzt schon wieder voll, okay. Na, danke. Und hier offensichtlich sollte ich es reinsetzen. Die sind immer noch da. Joseph, du bist okay. Du auch, zum Glück. Ein Zeichen von Sebastian? Nein. Vielleicht können wir zurück und ihn suchen. Nein. Ich meine, wir sollten erst einen Weg herausfinden, dann kümmern wir uns um ihn. Ja. Kriegen wir das Tor da auf? Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Joseph, pass auf dich auf. Das mache ich. Schau du dich um, ob es noch einen Weg raus gibt. Aber Leute, ich beende hier auch die Folge von The Evil Within, The Assignment. Wir machen hier im nächsten Part weiter. Gott, das war ja echt schrecklich hier gerade mit den ganzen Zombies. Egal, im nächsten Part geht's hier weiter und ciao.